Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt hier in der deutschen lutherisch-evangelischen Kirche in Helsinki. Kameraschwenk. Auch wenn es nicht so aussieht, befinden wir uns gerade mitten in den Vorbereitungen für den Gottesdienst nachher. Wir freuen uns sehr darauf, dass der restliche Tag frei ist. Da kann man dann nämlich sich Helsinki anschauen. Sibelius. Wie wir gerade festgestellt haben, ist das sein Ich-habe-Geld-Sorgen-Gesicht. Wie alle großen Menschen dieser Welt, so auch ich, hatte Sibelius Geldsorgen. Das ist echt krass. Was ist krass? Ja, dass das hier alles einfach ein natürlicher Felsen ist. Und alles, was da oben ist, da ist ja so eine Betonschicht. Und dann ist alles noch oben drauf quasi geschichtet. Und was halt gesprengt wurde. Und wenn man sich hier umdreht, geht es einfach genauso weiter. Deswegen Felsenkirche. Wir stehen hier vor der neuen Bibliothek in Helsinki. Ein wunderschöner Bau, wie der Kameraschwenk von Paul gleich zeigen wird. Diese Bibliothek, dieser Bau ist ganz großartig darauf angelegt, für die Öffentlichkeit offen zu sein. Das heißt, unten sind Restaurants in der dritten Etage, wo dann tatsächlich auch Bücher zu erhalten sind. Da gibt es einen Café, man kann rausgehen, man hat eine wunderbare Terrasse, es ist alles öffentlich zugänglich. Man kann sich dort in der zweiten Etage auch einfach hinflätzen. Die haben da richtig Flätzbereiche und Schaukelstühle. Eine Bibliothek mit Schaukelstühlen. Es ist ziemlich fantastisch. Wir sind jetzt hier auf der Helsinki vorgelagerten Insel Suomenlinna und haben, glaube ich, verschiedene Tempi. Wir freuen uns jetzt hier in Suomenlinna hier alles Mögliche zu sehen und vor allen Dingen viel, viel mehr um uns herum zu haben. Unser Flug geht gleich. Und wie das immer so ist, brauchen wir natürlich noch Souvenirs. Deswegen nutzen wir gerade die Markthalle. Hier gibt es bestimmt übelst leckeres Fleisch von Tieren, die in Deutschland, glaube ich, nicht rumlaufen. Elche und Rentiere. Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Helsinki und nach einer Woche sind wir jetzt endlich wieder am Flughafen angekommen. Und im Flughafen Helsinki-Vantaa werden wir jetzt noch 1, 2, 3 Stündchen warten, bis unser Flug nach Berlin geht. Und wir hatten eine wunderschöne Zeit. Gutes Essen, ersten Preis gewonnen, schöne Natur, tolle Leute, viel Spaß, auch wenn es ziemlich anstrengend war. Viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen.